Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir machen heute den Impossible Squat. Ich habe ja schon mal den Impossible Push-Up gemacht. Meinem Kanal, aber den Impossible Squat noch nicht und ich habe bei Next Workout auf dem Kanal gesehen, von dem ich auch schon mal ein App-Workout getestet habe, dass er diese Challenge probiert hat und das funktioniert eigentlich ganz einfach und zwar machen wir den Horse Stand aus dem Kung Fu. Da ist die Regel, die Füße müssen 5 Schritte auseinander gehen und dann hält man einfach das Ganze. Die Kung Fu Master halten diesen Squat richtig, richtig krass lange, bis zu einer Stunde. Oh Gott, das machen wir nicht. Und damit das nicht so langweilig ist und wir auch jemanden dabei haben, der das lange halten kann, habe ich die Lia mit dabei und wir machen eine kleine Challenge daraus. Und zwar gibt es eine Bestrafung für den Verlierer. Und zwar, wenn ich gewinne, muss die Lia solch eine Tabasco Habanero Soße, einen Teelöffel von essen und sie verträgt scharf nicht so gut. Ich kann scharf wirklich nicht gut essen, das wäre für mich richtig, richtig schlimm. Und wenn ich verliere, wird mein Bauch enthaart mit Enthaarungsstreifen. Ja, dann darf ich seinen Bauch wachsen. Also, kleine Herausforderung für beide. Ich glaube, ich habe es jetzt schlimmer. Und ich verliere. Ich weiß nicht genau, wie es laufen wird. Ich glaube, ich bin richtig, richtig schlecht da drin. Aber damit ihr mal wisst, so wie lange so Leute sowas halten. 0 bis 60 Sekunden ist Beginner. 1 bis 3 Minuten ist fortgeschritten. 3 bis 5 ist schon advanced. Das ist ja schon gut, glaube ich. 5 bis 10 Minuten ist Pro. 10 bis 30 Minuten Guru und 30 bis 60 Minuten ist out of the world. Das heißt, also da kommen wir auf keinen Fall hin. Nein, das wäre richtig krass. Ich bin richtig gespannt, wie lange wir aushalten. Die machen das so mit Meditation oder so, die Leute, die das so ganz, ganz lange machen. Ihr müsst einfach über den Schmerzpunkt hinübergehen. Mind over body, aber wir werden sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich schaffe 30 Sekunden. Nein, ich wäre gespannt. Ja, ich trinke noch schnell meinen Kaffee aus. In der Zeit gebe ich euch das Intro. Und ganz wichtig, wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass mir gerne ein Abo da. Mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so abgeht. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann sehen wir uns jede Woche in einem neuen Video. Wir machen mal alles ready und ihr kriegt das Intro. Also mein Plan, um die Challenge zu schaffen, ist, dass ich mich irgendwie versuche abzulenken. Also ich werde zwischendurch irgendwie was am Handy machen, dass die Zeit schneller umgeht und halt einfach versuchen, wenn es richtig, richtig schmerzhaft wird, mich nicht auf den Schmerz zu konzentrieren, sondern irgendwie auf irgendwas anderes und das versuchen so auszublenden. Ein geheimer Plan, die Challenge zu gewinnen, ist mentaler Fokus und einfach ja über den Schmerz hinausgehen. Nicht so viel dran denken, wie weh das tut und dass ich einfach ein Loser bin, was Beintraining angeht. Ich glaube, ich kann gar nicht gewinnen. Aber dennoch, mit der Einstellung, dass ich denke, ich kann nicht gewinnen, werde ich am Ende das Game rocken. Okay Leute, wir legen los. Die Regeln sind relativ einfach. Wir starten hier. Und zwar geht ihr jetzt hier 5 Schritte auseinander. 1, 2, 3, 4, 5. Und von hier gehen wir jetzt runter in den Squat und halten. Die Hände müssen zusammen sein oder nach vorne und wir dürfen uns nicht abstützen auf den Knien, okay? Oh Gott. Ready? 3, 2, 1, go! Also wir dürfen die Hände gar nicht abstützen. Ja, also Bein. Minimum hier. Die Kung Fu Leute machen die so nach vorne. So nach vorne. Wie fühlst du dich? Ich bin im Fokus. Was war 0 bis 30 Beginner? Ich will zumindest bis fortgeschritten kommen. Jetzt ist Beginner. Okay, also ab einer Minute ist schon fortgeschrittener, oder? Ja. Also ich finde, ich habe das Gewicht so sehr auf die Fersen verlagert. Ich spür's im Hüftbeuger, also hier so ziemlich, glaube ich. Nicht mich runterdrücken. Ich drück doch gar nicht. Sie hat mich runtergedrückt. Nein, hab ich nicht gemacht. Ich habe gezeigt, wo es bei mir wehtut ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel hat dieser Next Workout geschafft. Ich glaube 3 Minuten oder sowas. Never, Alter. Wir gucken gleich nochmal nach, was der geschafft hat. Haben wir die Minute? Ja, wir haben die Minute, okay. Alles klar. Ablenkung.
Es wird schon mal ein bisschen ekelhaft, das Gefühl. Aber Daniel fängt, glaube ich, an zu zittern. Ist der warm? Oh Gott, ich glaube, man fällt einfach irgendwann um. Weil ich spüre das gerade so richtig, wie die Beine so richtig weich werden. Einfach nur in den Oberschenkeln. Wird jetzt richtig ekelhaft gerade. Wir haben gleich 2 Minuten. 2 Minuten! Ich dachte, oh mein Gott, okay. Wir haben 2 Minuten. Konzentriere mich auf irgendwas anderes. Ich fange voll an zu zittern. Oh Gott, tut das weh, es tut so weh. 3 Minuten, wir haben 3 Minuten! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ja! Merkt sich nicht so zittern! Oh mein Gott, siehst du meine Beine? Oh, ich habe 3 Minuten 30 noch zu schaffen. 4, 3, 2, 1. Oh Gott! Ja! Meine Beine nicht mehr. Oh mein Gott! Wir haben über 3 Minuten. Das heißt advanced. Oh, das ist ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also ich dachte, ich würde noch viel, viel schlechter abschneiden. Oh. Ich war von mir selbst überrascht. Ich muss gleich mal reinschauen, wie viel der Typ geschafft hat. Yes! Ja, ich würde sagen, wachsen wir mal meinen Bauch, oder? Yeah! Okay, let's go. Ich habe gerade reingeschaut, der Next Workout, ich weiß gar nicht, wie er eigentlich richtig heißt, hat nur 2 Minuten 19 geschafft. Und dann haben wir noch den Brownie. Mal gucken, wie viel er... Boah, sein Video geht schon 10 Minuten. 3 Minuten, der kommt auch über 3. Er hat bei 3 Minuten aufgegeben, der Brownie. Und der andere Typ steht aber noch. Aber du warst auch ungefähr bei 3 Minuten 15. Ich glaube tatsächlich, hätte noch ein bisschen länger stehen können, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil es so weh tat. Ja, und ich habe das für dich, habe ich halt aufgegeben, weil ich wollte nicht, dass du die Soße essen musst. Ja. Okay. Ach. Okay. Also ich habe jetzt schon mal das ein bisschen aufgewärmt hier. Oh, das war... irgendwie ein bisschen fail. Guck mal, der ganze Wachs klebt an dem einen Streifen. Aber keine Ahnung, wie das normal ist. Ich probier mal. Ich glaube, du hast es einfach nicht heiß genug gemacht. Okay, ich reib das jetzt so richtig schön fest. Wie viele Streifen müssen wir machen, um alles zu machen? Ich weiß es nicht, ne? 3? Möchtest du vorgewarnt werden oder nicht, wenn ich abziehe? Zieh einfach durch. Einfach. Wenn du nicht damit rechnest, ganz schnell. Muss ich von unten oder von oben ziehen? Keine Ahnung, du bist doch die Frau. Warte, so gegen die Haarwuchsrichtung, ne? Okay. Ja, da klebt auf jeden Fall schon ordentlich was dran, guck mal. Richtiger Busch, ey. Aber du musst auf jeden Fall noch ein bisschen was. Sonst reib du mal. Alles muss man selber machen, Leute. Gar nicht. Ich fand aber der erste Streifen war schon sehr gut. Jetzt machen wir das einmal ordentlich. Ordentlich aufwärmen. Ja, was fehlt denn da drauf? Ja, reiben. Ja, aber wie lange reiben? Zwischen 30 Sekunden erwärmen, kurzen dann auseinanderziehen. Wenn es nicht funktioniert, halt nochmal erwärmen vorher. Auseinanderziehen, andrücken und abziehen.
Sollen wir den auch direkt? Ja, dann machen wir mal hier hin so. Boah. Wir hatten ja noch darüber gesprochen, dass du Augenbrauenzupfen schlimmer findest. Augenbrauenzupfen ist das Schlimmste. Ich finde Augenbrauenzupfen gar nicht schlimm. Aber ich wette, die Frauen finden das allgemein nicht so schlimm. Ich lieber tätowieren. Ich habe auch ein bisschen Angst wegen seinen Tattoos hier, muss ich sagen. Ja, das bringt nichts. Also das macht nichts. Das ja, ist auch unter der Haut. Ja, okay. Ach warte, der andere ist jetzt da drüber. Ich muss jetzt zuerst den kleinen abziehen. Oh Gott. Oh, jetzt hast du dich damit gerechnet, will zu halten, ne? Okay. Scheiße, locker zweimal müssen wir noch hier, ne? Auf jeden Fall, ja. Wir können den hier auch noch. Also hier auf der linken Seite. Konzentrier dich darauf. Wir müssen, ich will das nur noch mit zweimal machen müssen. Es ist auf jeden Fall jetzt voll flüssig. Ne? Mm. Okay, okay. Also hier sind viele Haare. Einer. Okay. Voll unnötig für Winter. Oh. Ja. Das soll nicht sein. Und du kannst sie nicht rausziehen. Das geht nur bei Enthaarungscreme. Oh mein Gott. Oh, dein Bauch ist schon richtig rot. Aber es ist nicht mehr so viel. Sehe ich. Nee. Nix wird hier rasiert. Ich habe Angst, dass du mich schlägst. Ich schlag dich nicht. Oh, das war voll gut. Guck mal. Ja. Das war richtig gut. Kannst du jetzt das da eigentlich machen? Ja, ja. Ich mache jetzt schnell einen Prozess hier. Ich glaube, das ist einfach in die falsche Richtung bestimmt. Aber die wachsen doch so, die Haare. Keine Ahnung, welche Richtung die wachsen. Für mich wachsen Haare einfach geradeaus. Okay, ich ziehe jetzt einmal die andere Richtung. Von oben nach unten. Ja, wir haben es gleich. Wir haben es gleich geschafft. Nicht mehr so lang. Das ist so voll die Hügel, ich hab schon Sixpack da. Müsste es so rein. Das Problem ist, an der Stelle hier kleben die ihn so. Jetzt ja, dann reicht das auch. Ja. Ja. Sieht rot aus. Richtig rot sieht es gerade aus. Oh nein, du Arme. Okay, Leute. Ja, das war der Impossible Squat Challenge. War gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, es wird viel, viel anstrengender. Und ich glaube, ich könnte noch drüber hinausgehen. Vielleicht machen wir das nochmal in einem anderen Video. Und man könnte so den Impossible Pull-Up, den Impossible Push-Up und den Impossible Squat alles an einem Tag hintereinander machen. Wir gucken mal. Das wäre krass. Abonnieren nicht vergessen. Schaut auch bei Lia Lee auf dem Kanal vorbei. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.